Servus zusammen, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Vogelperspektive mit der Ho-Show. Und auch dieses Spielplay hier, ich zeige mal kurz die Schiffe, die so im Team drin sind, ist ein älteres, genau wie die vorhergegangenen, auch schon gut einen Monat alt. Und ja, wir fahren hier halt Flugzeugträger. Ich möchte da zu Beginn nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar gab es ja Kommentare zu meiner Scherentaktik, also sprich einfach nur diesem Anflug von zwei Seiten. Und das wäre nicht optimal und man könnte es ja lieber rechtwinklig machen. Das ist grundsätzlich richtig. Ich halte das allerdings eher für eine High-Tier-Geschichte. Da habe ich es jetzt persönlich auch schon in Videos auf YouTube gesehen. Besonders bei Zerstörern bietet es sich das natürlich an. Man erzeugt dann so ein Gitter. Und ja, der Gegner hat eigentlich kaum noch eine Chance, dem zu entkommen. Hier in diesem Zusammenhang, auf dieser Tierstufe, finde ich es ehrlich gesagt nicht sinnvoll, weil der Nebeneffekt davon ist halt, dass auch ein guter Teil der Torpedos tatsächlich sein Ziel nicht findet. Und das ist natürlich nicht das, was ich haben möchte. Es ist eine sichere Variante, klar. Aber ich spiele sie nicht. Ich habe sie auch noch nie probiert. Ob ich das jemals tun werde, das weiß ich nicht. Vielleicht. Im Moment sieht es nicht danach aus. Und ihr seht also zum Beispiel auch hier, dass ich ein großer, großer Freund des automatischen Abwurfs bin. Weil er einfach doch ganz gut funktioniert für mich. In diesem Fall zum Beispiel erziele ich damit zwei wunderschöne Treffer. Und damit ist die Phoenix eigentlich schon mal schwer lidiert. Und mein Ziel ist hier erstmal erreicht. Die Jäger, ja gut, die sind eh nur Beiwerk. Chance haben sie eh keine. Hätte ich mal aufgepasst, hätte ich hier vielleicht den Bereichsangriff-Gedöns machen können. Das wäre ganz schlau gewesen, weil dann hätte ich vielleicht eine Möglichkeit gehabt, dem wirklich weh zu tun. Ja, habe ich nicht. Also Verbesserungspotenzial ist auf jeden Fall noch da. Überhaupt gar keine Frage. Da werde ich auch niemandem widersprechen, wer das sagt. Aber ihr seht hier zum Beispiel, der fährt so wunderschön geradeaus. Warum soll ich mir da einen Kopf machen? Ich krieg hier nämlich einen Treffer und was noch viel schöner ist, ich krieg noch einen auf die Phoenix. Und tatsächlich war das auch ein bisschen beabsichtigt, denn die beiden sind da so schön hintereinander weg geradeaus gefahren. Und es ist doch eine sehr, sehr nette Sache, wenn man hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Wobei ich mir ehrlich gesagt schon erhofft hätte, dass noch ein paar Treffer mehr auf der Karlsruhe landen. Aber egal, Abschuss Nummer 1, irgendein komisches Marine-Kriegsführungsbla mit lustiger russischer Beschreibung. Wen interessiert's? Auf jeden Fall haben wir schon mal das erste gegnerische Schiff ausgeschaltet. Ist auch nicht das erste. Die Kollegen hier im Team, die waren auch schon ein bisschen aktiv. Insofern gesehen sind wir da jetzt hier nicht die Könige. Ich habe das. Naja, okay. Ich wieder die, die ich eigentlich haben wollte. Das sieht ein bisschen hektisch aus und auch ein bisschen verpackt. Das ist halt ein Replay. Kann ich jetzt leider nicht so ganz ändern. Ja, jetzt im Moment habe ich erstmal gar nicht so viel zu tun, weil meine wunderschönen Flugzeuge natürlich alle gerade neu beladen werden und so weiter sind. Das gehört halt auch mit zum Flugzeugträgerspielen dazu. Ein bisschen Leerlauf. Ich gerade nicht ganz. Na, doch, kommt hin. Ich habe gerade nochmal nach den Kills geguckt, aber das passt soweit schon mal ganz gut. Ja, da oben, ich scout mal ein bisschen rum mit meinem Jäger. Für den Fall, dass da eventuell ein Zerstörer unterwegs ist oder so, der mich dann da abfrühstücken könnte. Das wäre natürlich unangenehm. Ist immer so ein bisschen eine Sache. Man muss sich ja natürlich sehr bedeckt halten als Flugzeugträger. Auf keinen Fall möchte man, dass der Gegner einen auftut und dann ist man halt doch ganz schnell auch mal aufgeraucht. Und in der Hoffnung, dass unsere Schiffe da unten noch ein bisschen durchhalten, tendiere ich im Moment ehrlich gesagt eher dazu, mir diese beiden Kolbergs da vorzunehmen. Kolberg 1 und Kolberg 2. Eine bösartiger als die andere. Die tritt jetzt da vorne auch schon ab. Das ist ein bisschen uncool. Finde ich nicht gut. Da kommen jetzt gerade Jäger und mein Schiff ist gerade ein bisschen dabei, gegen Land zu setzen. Deshalb muss ich mir das kurz anschauen. Ich entscheide mich dann jetzt hier dafür, die untere anzugreifen, weil die einfach stillstand.
Und ja, mit den Jägern reine Abfangmission. Beschäftige den Gegner sozusagen. Und ja, für den Kill der Kolberg reicht das natürlich. Besonders viel Leben hatte die ohnehin nicht mehr. Also wieder ein Abschuss mehr für meine wunderschöne Hosho. Da haben wir jetzt eine Yogi, die stirbt gerade fröhlich vor sich hin. Aber einer von unseren Schlachtern ist auch schon raus. Also ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Habe mich jetzt auch entschieden, nach unten zu fahren eher. Für den Moment. Und ja, die Jäger haben es tatsächlich geschafft, was umzubringen. Vom Flugzeug schon abgeschossen. War nicht mal so schlecht. Ersatzhafenmaschine habe ich aber keine mehr mit dabei. Also mit den beiden, die ich jetzt noch habe, werde ich arbeiten müssen. Ich habe natürlich auch das Team ein bisschen alleine gelassen gegen den anderen Flugzeugträger. Das gebe ich offen zu. Ein sehr egoistisches Spiel hier, wo es im Grunde nur darum geht, Abschüsse zu erreichen. Kann auch sein, dass das im Zuge von irgendeinem Auftrag oder sowas gespielt worden ist, wo man dies und das und jenes töten muss mit Torpedos oder hast du nicht gesehen. Das ist immer prädestiniert für die Hohlschuhe. Wenn es denn beliebige Torpedos sein dürfen. Da bin ich immer einigermaßen erfolgreich eigentlich. Ja, und auch der Kollege ist tot. Das wird er nicht überleben. Zwei Treffer und auf Wiedersehen. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit, ne? Also ich finde das sehr angenehm. Das ist jetzt also Abschuss Nummer 3. Und ja, da vielleicht auch nochmal im Hinblick auf das eingangs Gesagte. Diese Gittertaktik, die ist halt vor allem dann interessant, wenn der Gegner gut ist und wenn er sowas versucht, die auszuweichen. Aber auf der Stufe hier, man darf nie vergessen, dass wir hier Stufe 4 oder 3 Schiffe haben und sicherlich auch teilweise Kapitäne, die hier nicht die große Erfahrung mitbringen, die weichen einfach nicht aus. Ja? Ich habe ja hier oft genug auch schlichtenergreifend Einzelangriffe, wo ich mit einem einzigen Torpedoflieger anfliege und das funktioniert einfach auch. Also, ja, warum den Aufriss? Aber wenn da jemand einen Replay hat, der kann mir das gerne mal zuschicken, wo mit einem höherleveligen Flugzeugträger unterwegs ist und dann mal zeigt, wie man das richtig macht. Zeigen tue ich es gerne. So, er ist jetzt ein bisschen, ja, das war scheiße. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Was hätte ich nicht tun sollen? Der war ja schon weggedreht, also ich habe das jetzt richtig in die Drehung reingeschmissen. Da werde ich jetzt nichts mehr treffen, wenn er nicht total besoffen ist. Das war scheiße. Das war richtig scheiße jetzt. Gut, macht aber nichts. Einen Fall haben wir noch im Köcher und könnte auf die South Carolina gehen. Mittlerweile hat sich es auch schon einigermaßen übersichtlich gestaltet. Also so viele Schiffe sind gar nicht mehr übrig, weder bei uns noch bei denen. Wobei wir allein was die Anzahl der Schiffe angeht hinten liegen. Elf sehen wir halt leider nicht. Mal kurz zeigen, so sieht es im Moment aus. Für alle Interessierten. Und ja, blöderweise kommen da jetzt gerade Jäger. Das ist sehr uncool und dagegen kann ich mich auch nicht mehr so ganz verteidigen. Ich suche jetzt so ein bisschen den Schutz der Wyoming, weil die natürlich jetzt nicht gerade das Flakmonster schlechthin ist. Und ziehe auch meine Jäger an dieser Stelle ran. Dass ich da übrigens hinfahre, das war glaube ich nicht beabsichtigt. Da habe ich arg gepennt. Ja. Würde ich lieber nicht tun. Gut, er dreht da ab. Also, man könnte sagen, Ziel erreicht. Ich versuche jetzt hier den Bereichsangreifen Gedöns und ihr seht, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Mist. Ja, das war eine ziemliche Nullnummer. Das ist halt, wenn man probiert und es nicht kann, ne? Dann kommt sowas dabei raus. Sind so meine Jäger aber so nett, noch einen Gegner rauszunehmen. Gut, jedes abgeschossene gegnerische Flugzeug zählt. Jetzt geht er auch raus, also eventuell hat er eh keine Munition mehr dabei gehabt, ich weiß es nicht. Die Kolberg da hinten ist jetzt gerade ziemlich langsam unterwegs, dreht sich allerdings schon ein bisschen. Blöd, dass hier nicht alles angezeigt wird neben Replay, ehrlich gesagt. Ah, jetzt sehen wir mal die Blasenbahn hier. Und da sollte eigentlich auch ein Treffer drin sein, oder zwei. Und damit ist dieser Gegner auch passé. Widmen wir uns also der South Carolina, die ebenfalls nicht besonders schnell unterwegs ist, sich allerdings schon ein bisschen gedreht hat, was ärgerlich ist. Ah, da wird wahrscheinlich nicht extrem viel passieren, ein Treffer wohl. Ah, das ist ein bisschen schmal.
Aber da sieht man, das wäre jetzt so eine Situation gewesen, wenn man zwei Torpedoflugzeuge gehabt hätte, hätte man das machen können. Aber ich das ja ganz ehrlich gesagt auch so als Strategie eher bei den Japanern sehe, weil die ja mehr Flugzeuge dabei haben. Und auch gerne mal Torpedobomber. Aber wie gesagt, wenn da jemand was von euch als Replay hat, gerne mal schicken. So, ja, damit bleibt noch ich und eine Karlsruhe. Sag ich mal gerade, was hat die noch? Und oh, die sieht noch ganz gut aus, ehrlich gesagt. Und auf der anderen Seite, was haben wir da noch? Die Langley, Wyoming. Wyoming sogar noch. Eine Wickes und eine South Carolina. Wow, also es ist schon noch ein bisschen was. Ist gerade nicht die allerschönste Entwicklung. Da müssen wir also was tun. Ja, sieht aus, als wäre die. Was denn Langley? Ich habe jetzt schon ein bisschen nicht mehr gespielt, aber. Ist das Stock? Ich bin mir gerade absolut unsicher. Naja, also ich fokussiere jetzt natürlich die. Ja, die. Wie heißen die? Torpedo. Nee, nee, nee. Schutzkampfbomber und versuche mit deinem Jäger noch was zu unternehmen gegen die anderen Kollegen. Aber ja, bin halt ein bisschen dicht dran. Ich weiß schon, warum ich da jetzt hingefahren bin. Ich wollte die. Ich sag schon, Captain, da, tu, Punkt erobern gehen, tun machen. Ja, jetzt hängt er hier halt hinten dran, dadurch geht der Fächer auf, das ist blöd, aber wir konzentrieren uns zumindest schon mal auf ein gegnerisches Ziel. Und sollten dann auch ein bisschen was treffen hier. Treffen im Sinne von kaputt machen vielleicht sogar. Zumindest wenn er noch absäuft. Viel Leben hat er nicht mehr, aber ja, da wäre es sich jetzt vielleicht auch angeboten, einen manuellen Job zu machen, wenn man das denn könnte. Ja, leider kommen jetzt hier auch ein paar Granaten rein. Jetzt benutze ich auch mal die Reparatur. Da habe ich die ganze Zeit noch ein bisschen gezögert, wenn mir das zu heiß war. Im Sinne von, bitte nicht noch einen Treffer abbekommen. So, mal schauen. Naja, bei ihm, also er scheint keine Reparatur mehr zu haben, aber er hat offensichtlich auch kein Wasser genommen. Also habe ich erstmal relativ wenig gewonnen hier. Wäre jetzt halt interessant, ob wir dass sie das schaffen, hier noch drin zu bleiben, um wirklich durchzukippen. Aber blöderweise werde ich da halt noch ein bisschen beschossen. Von daher gesehen ist das eher schwierig. Also gleich mal die Flugzeuge wieder losschicken. Ja. Da ist direkt der Motor wieder zerschossen worden. Ah, blöde Wyoming. Sollte ich jetzt aber bekommen. Und der Kollege kümmert sich da gerade um die Langley, wobei die noch kein Feuer gefangen hat und deshalb jetzt einfach nochmal einen Bomber losschickt, was mich dazu veranlasst, einfach mal GG zu schreiben, anscheinend. Weil, ja, die sind halt auch dabei, unten unseren Punkt zu cappen und wir werden den hier wohl nicht kriegen. Da ja auch so viel abgekratzt ist, sind auch die Voraussetzungen, eventuell über Punkte zu holen, nicht die allerbesten. So, ja, die sind jetzt natürlich arg aufgefächert wegen den Jägern, das macht aber nichts. Die werden trotzdem treffen und damit kriegen wir den Kraken. Jawohl, Abschuss Nummer 5. Ja, aber nützen tut das natürlich an dieser Stelle nicht mehr so extrem viel. Gut, Niederlage. Ach, machst du nichts, er lag am Team. Ja, ganz klar, ist immer, das Team ist immer schuld. Gut, wir haben also zweimal vernichtenden Schlag, den Kraken und Unterstützer. Gut 200.000 Öcken, Erfahrung, da Niederlage relativ bescheiden. 1314, 16 Torpedotreffer, kann sich denke ich sehen lassen. 8 Flugzeuge, ein paar Ausfälle, 5 Schiffe haben wir wie gesagt versenkt und 7 mal den Wassereinbruch. Das ist natürlich bei uns im Team der Platz 1, aber ja, da wir halt verloren haben, nützt das nicht so extrem viel. Lustigerweise ist auf der anderen Seite die Erfahrung auch ziemlich beschissen. Wenn man mal bedenkt, dass die gewonnen haben, ganz schön krass wenig irgendwie. Aber gut, ja, hier das kann sich jeder gerne noch mal ein bisschen im Detail anschauen. Ja, Wassereinbrüche sehr überschaubar, 194, ansonsten alles mit Torpedo verursachte Treffer.
Bleibt noch, was wir selber alles so gefressen haben. Und das ist ausschließlich, hey, yay, ein bisschen rumgebrannt haben wir auch. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Seite. Hier sieht man halt, dass es relativ low-tierig ist. Was Munition angeht, 470, das ist gar nichts. Und Reparatur 4315, ja, auch sehr überschaubar. Wir nehmen also 190.806 mit. Wie schon angesprochen, XP. Und das war es. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.